Ja, der Plan war hier, ja, 5 Tage bzw. 5 Nächte mit dem Boot unterwegs zu sein. Auf so einer riesen Wasserfläche. Jeder, der irgendwie schon mal hier war in Mecklenburg, der weiß, dass diese riesen Wasserflächen einen immer dieses Gefühl von Freiheit vermitteln. Aber das, mit dem Boot unterwegs zu sein, das kann man gar nicht beschreiben. Mehr geht nicht, mehr Freiheit geht einfach wirklich nicht. Ja, Mann. Schneidert, Alter. Richtig, richtig geil. Ich bin richtig glücklich, da ich den hier gerade heben darf. Bevor es richtig mit dem Video losgeht, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein Paket von Carblitz im Wert von 80 Euro gewinnen. Wie, erfahrt ihr am Ende. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Ja, der Plan war hier, ja, 5 Tage bzw. 5 Nächte mit dem Boot unterwegs zu sein. Auf so einer riesen Wasserfläche. Erstmal kannten wir uns beide ja noch nicht. Wir haben uns einmal vorher gesehen. Und sonst haben wir nur geschrieben über WhatsApp. Sind hier Montag gestartet, mussten uns aber erstmal ein bisschen beeilen, damit die Slipstelle wieder frei wird. Wir hatten nur 1 Stunde Zeit, um das Zelt aufzubauen, um die Liegen fertig zu machen, um hier alles reinzuräumen. Und das war schon echt sehr, sehr anstrengend, deswegen konnten wir da auch nicht viel filmen. Sind dann erstmal am anderen Ufer angelandet, um dort nochmal irgendwie alles einfach einzupacken, alles zu sortieren, damit hier einfach nicht das große Chaos herrscht, wenn wir irgendwie an dem Spot der Wahl ankommen. Und gesagt, getan. Dann sind wir los auf das wirklich große Wasser, auf ein richtiges Meer sozusagen. Ja, mittlerweile sind wir tatsächlich an einem Spot angekommen, der uns gefällt. Haben jetzt auch die Routen soweit eigentlich schon fertig gemacht und haben jetzt das erste Mal hier geguckt, ob wir Spots finden. Ich fische auf der rechten Seite raus und hier haben wir auf jeden Fall nochmal so eine ganz kleine Landzunge, die dann reingeht, wo tatsächlich dann das Ufer relativ schnell abfällt. Es sieht auf jeden Fall richtig karpi aus und da müssen auf jeden Fall die Routen hin. Wir kontrollieren jetzt noch Joschas Spots, beziehungsweise finden die erstmal. Und ja, dann geht's zurück ins Boot und dann schon die Routen legen. Hoffentlich geht da heute schon was. Wobei ein Missgeschick ist uns tatsächlich noch passiert. Eigentlich eher 2. Einmal hat Joscha seine Raubfischrute aus Versehen versenkt. Und ja, mir ist vorne bei der Spule der Bremsenkopf. Ich weiß nicht, der hat sich gelöst. Das heißt, ich angle auch tatsächlich jetzt noch mit 2 Ruten, aber der ist weg. Wahrscheinlich irgendwie durch die Vibration vom Motor dann reingefallen und so. Aber sei es drum, wir wollen uns gar nicht irgendwie lange aufregen oder ärgern oder sonst was, denn wir haben geiles Wetter. Der Wind drückt hier schon eine ganze Weile hier in die Bucht und wir konnten auch schon ein paar Fische sehen, hauptsächlich Brassen, aber ein paar Karpfen waren auch dabei. Dementsprechend, wir sind heiß. Und die Routen müssen unbedingt gleich rein. Ja, anstrengender Tag. Jetzt gibt es noch Burger und dann legen wir uns auf jeden Fall hin. Der Wind ist schon ziemlich doll, aber das passt alles noch so weit. Wir sind gespannt, ob wir jetzt hier gleich in der ersten Nacht irgendwie erfolgreich sein können. Dann halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber ansonsten ist für heute echt so ein bisschen die Luft raus, ne? Jo. Schicht im Schacht. Deswegen noch ordentlich was reinhauen.
damit man dann morgen wieder gestärkt ist. Weil wir werden sehen, ob wir moven oder bleiben. Das ist halt irgendwie so das Geile. Wir können einfach machen, was wir wollen. Wir sind frei. Deswegen, ja, mal gucken, wie die Nacht wird. Und dann wachst du morgens auf. Nichts passiert. Natürlich, ich glaube, da muss ich niemandem irgendwas vormachen. Man ist schon ein bisschen enttäuscht. Auch wenn man es nicht gleich erwarten kann, dass man gleich richtig abräumt und Fisch nach Fisch fängt und dann auch gleich die dicken Viecher hier rausholt. Man ist einfach enttäuscht. Das ist immer so. Wir haben gerade die Anker reingeholt und moven jetzt, weil heute Nacht ging einfach gar nichts außer eine Prasse. Und wir einfach vermuten, dass die Fische nicht hier in der Bucht stehen. Fahren wir auf einen anderen Seeteil und versuchen dann mal unser Glück heute Nacht. Wenn da auch nichts geht, werden wir wahrscheinlich auf einen anderen Seeteil fahren und mal ein bisschen rumgucken. Aber ich bin guter Dinge, dass da was läuft. Auf jeden Fall. Ja, ne? Muss ich ja erstmal einangeln. Ja, ich glaube auch. Von daher. Gleich packen wir Drohne aus und dann schauen wir gleich mal, ob da irgendwas rumschwimmt. Auf jeden Fall. Okay. Wir konnten dann aber ein paar Fische auf der Drohne sehen, so einer kleinen Bucht vorm Schilf, vor den Binsen. Das war dann schon echt brutal, also wir standen dann im Wind, haben uns da festgemacht und dann hat das schon alles ganz schön geschaukelt. Dann lief auch tatsächlich so nach einer Stunde bei mir der erste Fisch ab. Eigentlich mitten am Tag, mitten aus dem Nichts. So, wir haben jetzt den ersten drauf. Ja, sind heute Morgen gemoved und jetzt lief schon der erste. Haben die Fische ein bisschen gesucht und sie anscheinend auch gefunden. Bin mal gespannt, was da dran hängt. Er ist auf jeden Fall gut abgelaufen. Ah, so. Ja, Mann. Mega. Steinert, Alter. Geil. Sehr schön. So, wir sind hier mal kurz an Land gefahren, damit wir euch den mal zeigen können. Ist kein Riese, aber ist auf jeden Fall ein cooler Karpfen. Ach, ich hole den mal raus. Da ist das Prachtexemplar. Ich schätze mal so 3-4 Kilo. Aber geht ja nicht um die Größe, ne? Der Gute darf jetzt wieder schwimmen. Ich muss ihn gleich wieder rauslegen. Nächste kommt. Das ist dann schon irgendwie geil, ne? Wenn es dann anfängt so und du weißt, okay, der Anfang ist getan und jetzt kannst du irgendwie weitergehen. Ah, und genau so haben wir dann auch eigentlich weiter gemacht. Wir haben die Route gleich wieder gelegt. Wir angeln hier vor so einem Schilfgürtel und fast schon im Schilf. Einfach nur eine Hand Boilies rüber und dann läuft er schon mit einem kleinen Pop-Up. Kleiner Magic Mango. Läuft eigentlich überall, egal wo man ist. Und sind dann mal mit der Drohne geflogen und haben gesehen, dass da ja, sich in diesem Schilf noch viel mehr Fische aufhalten. Dann habe ich gesagt, so Luca, du musst auch eine Route ans Schilf legen. Dann haben wir ja, eine der Routen, die wir eigentlich so ein bisschen mehr in die Seemitte gepackt haben, haben wir dann da weggenommen und auch Richtung Binsen gelegt. Weil wo Fische sind, musst du dann halt auch einfach angeln, wenn du sie siehst. Und Route gelegt mit Multirig. Am Boot wieder angekommen und dann hat es keine halbe Stunde gedauert und dann lief der erste Fisch dann auch für mich raus.
Ja, Mann. Oh, geil, Alter. Ja, damit bin auch ich für diesen Trip entschneidert. Noch eine weitere Route vor Schilf. Und es hat wirklich keine halbe Stunde eigentlich gedauert. Und dann stieg der Kumpel ein. Richtig, richtig geil. Ich freue mich riesig. Anscheinend haben wir die Fische jetzt gefunden und der Plan geht auf. Aber ja, man sagt halt einfach, ne? Es muss erstmal etwas schief laufen, damit irgendwas klappen kann. Geil. Und die Route, die kommt jetzt gleich natürlich wieder dahin. Route gleich wieder gelegt und so, und dann lief dann auch irgendwie, ja, nach gar nicht so allzu langer Zeit, irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden, dann auch der nächste Fisch raus. Nächster Lauf! So lange hat es gar nicht gedauert, bis schon wieder der nächste Fisch ablief. Wieder am Schilf. Sie scheinen auf jeden Fall da drin zu sein. Und der hier hat eine kleine Wampe. Ja, so kann es gerne weitergehen. Mal schauen, ob da noch so der ein oder andere kommt. Wir gehen ja jetzt demnächst schon in die Nacht. Wir glauben einfach, da werden sie noch mal ein bisschen aktiver. Mal gucken. Aber ansonsten, ja, ich bin auf jeden Fall schon mal happy, denn es läuft. Dann hat am Mittag der Wind gedreht und wir mussten das Boot einmal umplatzieren. Da ist dann völliges Chaos ausgebrochen, weil das gar nicht so einfach ist, wenn die Ruten im Wasser liegen und wir das Boot hier mit den Ankern neu verankern müssen. Da haben wir erstmal alles verzogen, oder haben wir zumindest gedacht. Als ich dann quasi fertig war und hier rankam mit dem Boot, ist Lukas Rute dann auch noch abgelaufen. Weil ganz ehrlich, Alter, dann können wir nämlich auch wieder in die Rostbox tauchen. Das war so klar. Während wir hier so eine Scheiße bauen, Alter, läuft einer. Ja, nachdem Joscha und ich die glorreiche Idee hatten, vielleicht das Boot, also das Basecamp, ein bisschen zu drehen, indem wir einfach die Anker verschieden eben nachspannen oder dort mehr Leine lassen, lief jetzt mitten in diesem Chaos dieser kleine Fisch hier raus. Und auch das ist ein wahres Chaos, denn es hat sich ein riesen Krautknäuel in meiner Schnur gebildet. Wir mussten den Fisch gerade mit der Hand drehen, aber wie ihr seht, alles hat geklappt. Und irgendwie so richtig schief gehen kann gerade gar nichts. Aber ich will es jetzt nicht zu laut beschreien. Deswegen, wir werden jetzt tatsächlich nochmal alle Routen neu fahren und das Boot, das Basecamp nochmal neu festmachen, damit wir ready sind für die Nacht, auch wenn es gleich schon Nacht ist. Haben hier alles ready gemacht, wollten gerade die Routen rausfahren und dann kann ich gar nicht so wirklich, oder das kann man so gar nicht wirklich glauben, kam ein Fliegezeugs an, das blenden wir jetzt auch mal schnell ein, das muss man einfach mitgemacht haben, sonst kann man das nicht, kann man das gar nicht verstehen. Man konnte nicht mehr aus dem Zelt rausgehen. Egal was man getan hat, ob man die Augen aufgemacht hat, die sind da reingeflogen. Wenn man geatmet hat, man hat sie eingeatmet. Da war einfach an Angeln überhaupt nicht mehr dran zu denken. Man wollte eigentlich nur noch überleben. Man wollte einfach nur von diesen Viechern verschont bleiben. Das komplette Boot war voll. Beide Schläuche, alle Ruten, überall. Du hast dich ins Boot gesetzt und deine ganze Hose war voll mit Fliegen. Es war wirklich geisteskrank. Wir konnten da noch nichts mehr machen. Luca hat eine Route noch gelegt. Er hat sich da eingemummelt, eingepackt und ist da noch rausgefahren. Aber ich habe gedacht, ich habe noch Zeit. Das tue ich mir nicht an. Vielleicht hätten es viele anders gemacht, aber kommt erstmal hierher und versucht das dann dabei zu machen. Ich glaube, viele hätten es auch nicht gemacht. Das war schon wirklich krank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Nach dem Fisch gestern Abend, wo wir irgendwie total im Chaos versunken sind, wollten wir dann eigentlich alles noch schick machen und die Routen wieder fahren, weil wir die komplett verzogen hatten, als wir das Boot so ein Stückchen versetzt haben, neu ausgerichtet haben.
Und nachdem wir eigentlich so die Vorbereitungen abgeschlossen haben, explodierte das hier. So ganz viele kleine Eintagsfliegen oder kleine Mücken, keine Ahnung was das war. Die sind wahrscheinlich geschlüpft frisch. Und es war einfach überhaupt nicht auszuhalten. Ja, dann haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt die Routen machen. Einer habe ich trotzdem gefahren mit einem 30er Boilie plus 20er Pop-Up obendrauf. Also schon ein richtig fetter Köder. Und die Route ist auch irgendwann abgelaufen. Problem, ich habe die Route aufgenommen und kurz danach ist der Fisch ausgestiegen. Mega ärgerlich. Weil man macht sich dann schon irgendwie so seine Gedanken. Ne? War das jetzt der eine Dicke? Herausfinden werden wir es auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir werden jetzt hier wahrscheinlich die Säge setzen, denn der Wind soll noch mehr zunehmen, soll noch weiter drehen. Und das macht für uns hier eher das Routenlegen schwierig und auch das Ankern an sich. Ne? Denn das Boot ist einfach immer ein bisschen in Bewegung und das wird so nicht funktionieren. Wir wollen aber effektiv angeln können, haben hier auch schon Fisch gefangen. Dementsprechend zieht es uns jetzt weiter zum nächsten See. Deswegen, ja, alles kurz wieder zusammenräumen hier, für die Fahrt ready machen und dann finden wir da auch hoffentlich gleich die Fische. War schon ein großer Tümpel, also sind wir auch erstmal den ganzen Tag rumgefahren bis mittags und haben erstmal Spots gesucht. Guck mal, ey, wie das hier auch so reingeht, ne? Ist geil. Und konnten auch hier und dort Fische finden, aber alles nur Brassen. Brassen. Dann sind wir auch irgendwann noch mal ringsherum um diesen See eigentlich gefahren und dann mitten drüber, was wir unterschätzt haben oder wo wir auch gar nicht mehr dran gedacht haben, der Wind, der noch stärker werden sollte. Und so wurde das echt eine Tortur. Es war echt hart, die Beiboote. Das eine ist abgerissen, das eine ist schon vollgelaufen. Also das Boot hier mit dem Zelt ist halt auch schon stabil, aber das kommt irgendwann dann auch an seine Grenzen und das war schon wirklich, ja. Leicht gefährlich, gerade auch weil das nur ein 5 PS Motor ist und kein größerer. Ja, das muss nicht nochmal sein eigentlich. Und so kamen wir dann auch irgendwann in einem relativ windgeschützten Bereich an. Und eigentlich sah das auch ganz geil aus. Also es war wirklich so eine lange Sandbank eigentlich, kann man sagen, mit einer abfallenden Kante. Und dort haben wir dann auch mit der Drohne einen Fisch direkt auf der Kante rumschwimmen sehen. Ein Karpfen, glaube ich. Auf der Sandbank. Aber ich kann es nicht genau zuordnen. Ist halt auf jeden Fall auf der Kante zum Tiefen. Und es schwimmt. Irgendwas Großes. Das heißt tatsächlich, ja, die Kante runterstaffeln. Vielleicht eine oben drauf. Ja, auf jeden Fall. So, und dann immer weiter versetzen Richtung Seemitte. Ja, halt hier oben drauf schwimmt auf jeden Fall. Würden die Leichen, dann wären die hier safe im Flach. Da würden wir viel mehr sehen. Aber hier ist, im Flachen ist hier gar nichts. Und ja, das einzige Problem eigentlich an dem Spot, du sitzt nicht im Wind. Gerade an so Naturseen sitzt du. Musste im Wind eigentlich sitzen, aber in so starkem Wind konnten wir nicht sitzen. Und dann haben wir die Routen gelegt und ist eigentlich den ganzen Tag über nichts passiert. Wir konnten ein bisschen mal entspannen, ein bisschen ja, Urlaub genießen, sage ich mal. Wir hatten auch so ein bisschen Musik, denn wir haben eigentlich neben so einem, ja, weiß nicht, einem Beachclub oder was das war, gehalten und die haben dann da irgendwie eine Firmenfeier gehabt und dann wurden wir dann mit ein bisschen Musik bespielt, konnten die zugucken, wie sie da ihr Drachenbootrennen fuhren und einfach nur mal genießen.
Und irgendwann lief dann ein Fisch raus. Und das war, also was uns da erwartete, es war eigentlich geisteskrank. Und da konnte Luca dann tatsächlich auch den geilsten Fisch der Tour bis jetzt fangen. Ich bin richtig glücklich, da ich den hier gerade heben darf. Einfach mega. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das ist nur der erste von zwei Teilen. Der zweite Teil wird auf dem deutschen ProLine YouTube-Kanal veröffentlicht. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Lasst unbedingt dort mal ein Follow da, um auch den zweiten Teil nicht zu verpassen. Und jetzt zum Gewinnspiel. Ihr könnt ganz einfach dran teilnehmen. Folgt meinem Kanal Schrickfishing hier auf YouTube und folgt dem Kablitz YouTube-Kanal. Den Link packe ich euch auch unten rein. Außerdem müsst ihr noch einen Kommentar unter diesem Video lassen und schon seid ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel wird bis zum 24. August 2024 laufen und den Gewinner werde ich dann informieren. Ich wünsche euch viel Glück und jetzt sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.